Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zum zweiten Video meiner Aussortierreihe meines Schminktisches. Ich habe das ja splitten müssen, weil es ansonsten wirklich viel zu lang geworden wäre. Jetzt gibt es quasi den Rest und dann haben wir alles einmal komplett aussortiert. Ich packe euch Part 1 hier oben in die Infocard rein und wenn ihr eine komplette Schminksammlung mal sehen möchtet, könnt ihr auch hier oben mal abstimmen, ob euch das interessiert, dann drehe ich das demnächst mal ab. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Weiter geht's. So, jetzt kommen wir ein bisschen was Interessanteren und zwar zu den Paletten. Zum Beispiel die hier von NYX habe ich wirklich noch nie benutzt. Die kommt mit Verlosungs- oder Verschenkebox. Ich muss da nachher wirklich explizit mal durchgucken. Die Luvia Shaping Palette Powder, die kann auch mit weg. Die habe ich auch noch nie benutzt. Dann habe ich die Colored Rain Cosmetics. Die finde ich aber super, die behalte ich. Die von Batik, ja, die finde ich okay, die werde ich behalten. Das ist eine super alte Palette, aber die habe ich, ich glaube, es war meine allererste Palette, die ich jemals gekauft habe. Die kann ich nicht weggeben. Die BH Cosmetics The Dark Side Palette von Miss Bella finde ich super, die behalte ich. Dann diese Disney Palette, die kann auf jeden Fall mit weg. Das ist so eine Highlighter-Palette, die finde ich auch gut. Die werde ich auch behalten. Für den Sommer mag ich ja so eine Creme-Produkte ganz gerne. Deswegen werde ich die Anastasia Beverly Hills Palette auf jeden Fall behalten. Die Kiso Makeup Revolution Palette, die benutze ich nie. Die kann also weg. Die Essence Ho 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 Palette, die kann auch mit weg. Essence Fall Back to Nature. Oh, die habe ich lange nicht benutzt. Die werde ich mal behalten. Die Youster Make Me Glow. Die kann mit weg. Dafür behalte ich die BH Cosmetics Palette, die Highlighter Palette. Dann habe ich hier so eine Palette für Halloween. Die behalte ich. Die Marvin Palette, die erste werde ich auch behalten. Dann habe ich hier eine von BH Cosmetics, die habe ich mal zugeschickt bekommen, die habe ich aber gefühlt noch nie benutzt, die kann auch mit weg. Die Morphe Palette, ich glaube, es war meine allererste Palette, die ich mir von Morphe mal gekauft habe, die finde ich wirklich schön, die behalte ich. Und dann habe ich noch eine Morphe Palette, das ist die 350 und das ist die 35R. Die behalte ich. Von Sleek habe ich, glaube ich, noch so eine, auch für Halloween, behalte ich. Ach ja, hier Batik, die benutze ich viel zu selten, die finde ich aber gut, die Highlighter. Kann so schlecht sehen, aber behalte ich. Die Love Palette ist gut benutzt, die finde ich auch gut, behalte ich. Ach, mir juckt es. Was haben wir hier? Ach, die Marvin Palette, die finde ich auch schön. Die behalte ich. Diese Inglot Paletten, die habe ich mir irgendwann selber zusammengestellt. Die behalte ich aber einfach nur, weil das so ein bisschen Erinnerung ist. Die Farben sind jetzt vielleicht nicht die ultraschönsten. Aber die behalte ich genauso wie die Inglot Palette. Die ist auch selbst zusammengestellt. Und die behalte ich auch. Aber hier drin ist auch noch ein MAC Lidschatten. Und ich glaube, das ist auch, das ist glaube ich bei Anastasia Beverly Hills. Also die behalte ich. Bin jetzt einmal auf die andere Seite gegangen vom Schminktisch. Da ist hier noch so ein bisschen was drinne. Und das ist mein Rosenquarzroller, der bleibt. Hier sind so Desinfektionstücher, Seife zum Pinselwaschen, Bändchen für meine Sportuhr. Das ist ein Serum für den Rosenquarzroller. Hier ist ein Glow Tonic, das behalte ich auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal hier ein bisschen was durch. Dieses L'Oreal Augenbrauen-Ding benutze ich nicht. Kann weg. Boah, hier ist ein super, super heller Concealer, der kommt mit weg. Hier ist ein super, super dunkler Concealer, der kommt auch mit weg. Dafür behalte ich die 335, die bleibt. Hier ist ein Augenbrauen-Gel, ein transparentes, kann mit weg. Hier ist ein Gel-Eyeliner, der bleibt.
Den finde ich nicht gut. Den Eyeliner von Revive the Loop, der kommt weg. Hier ist ein Parfümprobe. Ach, guck mal, hier haben wir noch die 322. Dann geht dafür die 335 weg. Die Kajalstifte, die behalte ich. Außer diese flüssigen, muss ich mir mal durchgucken. Weiter geht's. Dann habe ich jetzt hier Foundations und Concealer. Und wie man sieht, ich habe wirklich super wenige Foundations, weil ich so gut wie gar nichts mehr benutze. Das ist ein Concealer, der ist mir viel zu hell. Der ist von Catrice, den habe ich mir vor gar nicht allzu langer Zeit mal zugelegt. Das ist die 002. Ich werde ihn aber Tina mit reinlegen, weil vielleicht möchte sie ihn haben. Den habe ich auch nur einmal benutzt. Genauso wie diesen My Skin Perfecta Tinted Primer. Die benutzt ja auch keine Foundation und deswegen packe ich ihr den mit rein. Dann habe ich hier die Laura Mercier Tinted Moisturizer. Die werde ich auf jeden Fall weiterhin behalten. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Und das ist von NYX. Die werde ich auf jeden Fall auch Tina geben. Die kommt mit weg. Die von Catrice, die Foundation, die mag ich eigentlich ganz gerne. Die behalte ich. Das sind zwei Foundations. Wenn ich wirklich mal Foundations benutze, finde ich die eigentlich ganz schön. Das ist einmal Natural Beige und einmal Light Beige von Too Faced. Hier ist eine Foundation von NYX. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die war mir mal zu hell. Die habe ich zugeschickt bekommen, die behalte ich auf jeden Fall. Hier habe ich noch einen Concealer, die 300. Den hatte ich ja auch oben. Den werde ich mir mal auf den Schminktisch legen, dann kann ich den weiterhin benutzen. Ich lasse es erstmal draußen stehen, ich werde es nachher nochmal abwischen. Die Foundation-Farbe, die passt mir nicht, das ist die von The Ordinary. Muss ein bisschen weiter runter machen. So, die von The Ordinary, das ist die 20P. Die passt nicht, die kommt weg. Nächste Schublade, hier habe ich MAC Lippenstifte, ein paar L'Oreal Lippenstifte. Ehrlich gesagt, ich benutze nicht einen einzigen MAC Lippenstift, aber das ist so, ja, die habe ich mal gekauft und irgendwie tut mir das in der Seele weh, wenn ich die jetzt einfach wegschmeiße. Ja, klingt blöd, aber es ist so ein bisschen Erinnerung, deswegen behalte ich die und solange ich mich nicht davon trennen kann, werde ich mich auch nicht trennen, deswegen bleiben die jetzt einfach hier. Dann habe ich hier noch so ein paar Lippenstifte von L'Oreal, so ein paar Brauntöne, die alle noch unbenutzt sind. Und auch, außer die, zwei sind benutzt, aber die hier alle sind alle unbenutzt, so wie dieser NYX Liquid Lipstick. Die kommen alle mit Verlosung oder Verschenkebox. Die muss ich, also nicht muss ich, aber die werde ich behalten, aber der hier, der klebt, den muss ich mal abwischen. Weil die halt, wie gesagt, schon benutzt sind. Das ist ein Puder, das mag ich irgendwie nicht gerne. Ich benutze super selten neuerdings gepresste Puder, sondern eher loses. Deswegen werde ich das einfach Tina geben, vielleicht mag die das. Ja, dann habe ich hier L'Oreal Lidschatten. Da muss ich mal gucken, der ist, also so goldene Töne stehen mir auf dem Lid gar nicht. Deswegen kommen die auf jeden Fall mit weg. Verlosungs- oder Verschenkebox. Das ist ein Lidschatten, den benutze ich eigentlich ganz gerne mal für meine Augenbrauen. Der ist von Trend It Up. Der bleibt. Und hier habe ich noch so ein paar Backups von Mascaras. Und die behalte ich auf jeden Fall. Aber die kommen dann oben in die erste Schublade mit rein, wo ich so Backups von Eyeliner, Kajals und auch Concealer habe. Und dann kann. Und das sind übrigens auch meine einzigen. Das sind auch meine einzigen losen Lidschatten. Also ansonsten benutze ich eher eine Lidschattenpalette, wenn ich mir da mal Lidschatten aufgebe. Und diesen Highlighter wollte ich damals immer haben von Trend It Up. Ach, nicht von Trend It Up, von Wet n Wild. Ja, der bleibt auf jeden Fall auch. Die Schubladen lasse ich erstmal draußen.
So, das ist die nächste Schublade. Da habe ich diese Palette von Benefit drin. Die mag ich gerne, die behalte ich auf jeden Fall. Dann fangen wir mal von hinten an. Das ist ein Sephora Lidschatten, den habe ich damals mal gekauft, als ich mit Tina, wo waren wir denn da, in Leipzig. Den finde ich gut, der bleibt. Das ist eine MAC Lidschattenpalette, die habe ich mir selber zusammengestellt. Ich glaube, manche Lidschatten gibt es davon gar nicht mehr. Das ist Wedge, den benutze ich auch im Alltag immer noch gerne. Der bleibt, also die ganze Palette bleibt auf jeden Fall. Das ist so ein Highlighter von Primark, da fehlt aber schon die Hälfte, deswegen kommt der einfach in den Müll. Ein Bronzer von Ofra, den habe ich mal zugeschickt bekommen. Wie man sieht, der fällt schon aus aller Einzelteile, aber ich mag den wirklich gern. Der bleibt auch überhaupt so die Seite. Das sind so Sachen, die ich im Alltag gerne benutze. Einen Highlighter von MAC, das ist der Global Glow. Den kann man aber eher benutzen, wenn man wirklich so ein bisschen gebräunter ist. Aus einer Revival de Loupe LE. Das ist so ein Blush und Highlighter. Den benutze ich. Hier ist noch so ein Augenbrauenpuder von Benefit. Also hier bleiben auf jeden Fall erstmal alle Sachen drin. Außer halt dieser Highlighter von Primark, der kaputt ist, der geht weg. Und dann habe ich hier noch so einen Highlighter, den hatte ich mir gekauft. Das ist der von Hatti. Ich behalte den, aber der steht mir leider nicht. Der ist wirklich was für ganz blasse Näschen. Also mir steht der irgendwie nicht. Ich mag das nicht. Ich mag lieber wirklich irgendwas Goldenes. Die Schublade lasse ich auch draußen. Die werde ich nachher erstmal ein bisschen durchwischen. Und das ist übrigens mein liebstes loses Puder. Das ist von BU, das Banana Powder. Das ist mein Backup. Eins habe ich jetzt noch geöffnet. Das gibt es so auch gar nicht mehr. Aber damit kommt man ja auf jeden Fall erstmal ein Weilchen hin. So, das ist irgendwie so ein bisschen eine Nonsens-Schublade. Hier ist alles und nichts drin. Pigmente, dann was Augenbrauen, nicht Augenbrauen, Wimpernkleber, Augenroll-On, das kann weg. Das ist schon übelst alt. Tesafilm. Also alles und nichts gefühlt. Dann habe ich hier so einen Bronzer, der ist cremefarben. Den fand ich nicht gut, aber ich werde ihn mal bei Tina mit reinpacken. Vielleicht mag die den. Oder so einen Concealer von Makeup Revolution. Da ist mir die Farbe viel zu hell und auch zu gelbstichig. Ich werde ihn Tina mit reinmachen. Und dann ist hier ein Bronzer und irgendwie fehlt da der Deckel, der ist von Terra de Sol, die mag ich gerne. Da habe ich auch noch diesen hier. Die sind schon übelst alt, also wirklich, die gibt es aber noch, aber die gibt es in verschiedenen Farben. Hier ist er ein bisschen rötlicher, hier ist er ein bisschen bräuner und wie man sieht, hier ist schon fast am Ende. In dem vorletzten Fach habe ich hier so einen Haufen Schmuck. Da werde ich jetzt wahrscheinlich fast alles einmal wegwerfen, weil ich das alles nicht mehr trage. Oh, eine Fußmaske. Die werde ich heute gleich mal benutzen. Und hier, das mache ich heute Abend gleich mal ein bisschen Pediküre. Was haben wir denn hier alles? Ach cool, ja, super. Und hier oben habe ich jetzt hier Wimpern und so sortiert. Und da hinten ist mein Augenbrauen. Meine Augenbrauenfarbe. Da kommen auch die Pinselchen dann dazu. Handcreme werde ich auf jeden Fall behalten. Die Nagellacke muss ich mir mal durchgucken. Viele habe ich ja nicht, aber ein paar. So, wir haben jetzt alles einmal aussortiert. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Den kompletten Schmuck habe ich einmal komplett gespendet und ins Frauenhaus gegeben, sowie ein bisschen was an Schminke. Nichtsdestotrotz habe ich hier so einiges zu stehen, was ich gerne an euch verlosen möchte. Da sind unter anderem einige Sachen von der Pixie Pflegeserie mit dabei, ein paar L'Oreal Lippenstifte. Ja, ich habe ein bisschen was Schönes für euch zusammengestellt und wenn ihr das gewinnen möchtet, dann
müsst ihr mal einmal unten in die Infobox gucken, was ihr alles beachten müsst. Auf jeden Fall müsst ihr meinen Kanal abonniert haben. Also es ist nur für Abonnenten meines Kanals. Einen netten Kommentar da lassen und ein Däumchen nach oben. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Glück vor allen Dingen und drücke euch die Daumen, dass einer von euch ein kleines, cooles Paket, also so klein ist es eigentlich gar nicht, es ist wirklich prall gefüllt und sehr, sehr mit sehr, sehr teuren Produkten. Ja, dann wünsche ich euch einen zauberhaften schönen Tag, verabschiede mich aus diesem Video und danke, dass ihr eingeschaltet habt zu meinen Ausmist-Videos. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Auch Sandra.